Hart vor Stur präsentiert das 5. Sommerfestival auf Gut Fadel. Live auf der Akkor-Showbühne. ERO performt bei Phil Bates. Edu Zanki and Special Guest Kim Sanders, bekannt aus The Voice of Germany. Sowie Steff Heinken. Tony Carey and Special Guest Jimmy Z. The Magic of Santana featuring Alex Lidgetwood vom 31.08. bis 2.09. auf Gut Fadel. Weitere Infos auf erhartvorstur.de. Seit fast 6 Jahren organisieren wir gemeinsam mit Stur Kultur und der Akkor Group in Bremen diverse Konzerte im Rathaus Stur und insbesondere Sommerfestivals, jedes Jahr eins, auf Gut Fadel. Die drei Festivaltage auf dem wunderschönen Gut Fadel sind mittlerweile zu einem kulturellen, gesellschaftlichen Treffpunkt aller Generationen geworden. Mittlerweile kommen die Besucher zu unseren Sommerfestivals aus einem Umkreis von 200 Kilometern von der Gemeinde Stur entfernt. Das erste gemeinsame Konzert fand am 27. August 2006 im Rathaus Stur mit der wohl musikalischen Bürgerin der Gemeinde Stur, Bonita Lohstadt. Künstler wie Edu Zanki, Julia Neigel oder Inga Rumpf, David Knopfler, Ron Williams wussten vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht, wo sich Stur auf der Landkarte befindet. Und das haben wir geändert. Ich freue mich wirklich, dass Helmut uns wieder eingeladen hat und ich komme immer wieder gerne. Also das ist für mich mittlerweile, wie gesagt, Heimspiel, hier zu sein. Was für ein schönes Fest, ich freue mich und das Wetter hält. Neben den musikalischen Highlights am Freitag und Samstag, die ihresgleichen suchen, organisieren wir ferner am Sonntag einen Hobby-Halbmarathon-Staffellauf für jedermann und eine Art Familiensonntag, wobei wir auch ein Kinderrahmenprogramm organisieren.
Jahr planen wir zusätzlich ein sensationelles Fußballturnier auf Kleinfeld und wir werden auch versuchen, eine Promi-Mannschaft gegeneinander spielen zu lassen. Das Festivalgelände auf Gut Varel, wo wir dann schneeweiße Pagodenzelte aufbauen werden, wo kulinarische Leckerbissen und natürlich auch tolle Getränke gereicht werden, bietet ein einmaliges Ambiente für unser Sommerfestival auf Gut Varel. Unser Schirmherr Kurt Bockhorp, früherer Bürgermeister der Gemeinde Stur und heutiger Landrat vom Landkreis Diepholz, bezeichnet den Verein Erhard von Stur als ein herausragendes Beispiel für praktizierten Bürgersinn und Nächstenliebe für Menschen und Tiere, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sitzen. Wir sind als Verein stolz darauf, dass wir während der letzten 4 Jahre rund 45.000 Euro für hilfebedürftige Menschen und Tiere in unserer Gemeinde spenden konnten. Der Erlös der Gemeinnützigkeit kommt in diesem Jahr zu 50% jeweils den Organisationen DLRG am Silbersee, Ortsgruppe Stur, und zu 50% der musikalischen Früherziehung von Kindern in Kindergärten oder Unterstützung für Kinder, wo die Eltern nicht das nötige Kleingeld haben. Beides in Verbundenheit mit der Musikschule Reckeweg in Stur zugute. Zum 5. Sommerfestival, was ja gleichzeitig ein kleines Jubiläum darstellt, haben wir uns hinsichtlich der Moderation noch etwas Besonderes einfallen lassen. Hitradio Antenne wird alle 3 Tage moderieren, also alle 3 Festivaltage inklusive des Fußballturniers und inklusive des Hobby-Halbmarathon-Staffellauf. Ich freue mich, dass wir erstmalig Medienpartner sind beim 5. Sommerfestival Erhard von Stur. Wir kündigen die Veranstaltung bei uns bei Hitradio Antenne an. Wir stellen einen Moderator, der wird am Freitag durchs Programm führen, zusammen mit den einzelnen Bands. Dann am Samstag wird er auch das Spiel kommentieren, das Finalspiel, das Fußballspiel. Und am Sonntag, wenn das allererste Mal der Hobby-Halbmarathon-Staffellauf stattfindet, selbst da werden wir die einzelnen Teams mit vorstellen. Ich hoffe, dass Sie zahlreich dabei sind. Ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns zum 5. Sommerfestival auf Gut Varel. Kommen Sie vom 31.08. bis zum 2.09. zum 5. Sommerfestival auf Gut Varel. Sichern sich rechtzeitig Ihre Eintrittskarten und unterstützen mit 5 Euro je gekaufte Eintrittskarte die Gemeinnützigkeit in unserer Gemeinde. Unterstützen Sie ferner mit der Anmeldung eines Teams für den Hobby-Halbmarathon-Staffellauf oder für das Fußballturnier auf Kleinfeld, die bereits benannten gemeinnützigen Organisationen. Würdest du denn anderen namhaften Musikern aus deinem Dunstkreis dieses Sommerfestival für die Zukunft empfehlen können? Oder sagst du, trete da bloß nicht auf, da geht alles drunter und drüber, lass das lieber bleiben? Nein, ich werde das nicht weitergeben, ich will das alles für mich haben.